Hallo Leute, ich bin der Bittner Bernadette und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch den Volt Heisenberg. Ja, wie man sehen kann, ein Mörderteil. 236 Schuss, Doppelverbund mit einer NEM von insgesamt knapp 4 Kilo. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Wir haben hier zwei Kegs, die jeweils in sich bereits schon verleitet sind. Nur man muss sie halt händisch nochmal miteinander verzwirbeln. Wir haben verschiedene, beziehungsweise ja, im Grunde haben wir da 25er Kaliber, wobei die letzte Abschusssalve in Kaliber 30 ist. Ja, im Grunde haben wir hier alles drin. Wir haben Geradenabschuss, wir haben V-Fächer drin, wir haben Z-Shape, wir haben W-Shape als Abschluss. Also im Grunde eine verdammt abwechslungsreiche Batterie. Ja, wollen wir nicht lang schnacken, wir werden sie jetzt mal zünden. Mein Fazit findet ihr wie immer am Ende des Videos und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, ich hatte beim Heisenberg vornherein ja recht hohe Erwartungen. Gerade für den Preis von 250 Euro habe ich mir da wirklich viel erwartet. Ja, und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden wirklich mehr als deutlich übertroffen. Ich finde gerade die Performance der Box war, ja, ich sag's mal, atemberaubend. Ja, angefangen mit der ja, ersten Fächerreihe, die wirklich schon ja gedrückt hat. Ja, so nach dem Motto, ja, jetzt gehört die Straße mir. Ja, die Effektauswahl war wirklich phänomenal. Die Zerleger und Ausbreitung waren top. Also, ja, für jeder, der mal ja, ein bisschen mehr Geld investieren will, ja, Volt Heisenberg ist auf jeden Fall eine absolute Kaufempfehlung. Also hier ist wirklich jeder einzelne Cent der 250 Euro top angelegt. Ja, ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Ich habe beim Verleiten beider Verbünde die beiden Zündschnüre mit Tape Match doppelt und dreifach umwickelt. Ja, wie ihr im Video gesehen habt, hat das wirklich perfekt gelaufen. Also vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn ihr auch mal so einen Doppelverbund habt, den ihr verbinden müsst, oder halt bei Funke verbinden zum Beispiel im Tape Match, umwickelt die Zündschnüre doppelt, dreifach und dann passiert auch wirklich gar nichts. Dann habt ihr wirklich 1A Übergänge, ohne dass euch mal ja eine Batterie stehen bleibt, beziehungsweise ihr minutenlange Pause dazwischen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.